kann. Oh, das ist gefährlich. Das ist einfach viel zu gefährlich. 1:0 Hansa Rostock. Und das, weil der KSC noch gar nicht wirklich auf diesem Fußballplatz angekommen ist. 7. Spielminute. Pascal Breyer, der Torschütze aus dem Getümmel. Der darf sich im Strafraum nicht drehen. Das ist das kleine 1:1. 2 Karlsruher geben Geleitschutz, schauen nur zu. Schleusener geht da nicht hin. Und dann bekommt er den Ball auch noch durch die Beine. Gersbeck sieht das Ding zu spät. Und dann ist es schnell passiert. Oh, das muss man einfach anders verteidigen, als die Herren Kobalt und Schleusener das jetzt gerade gemacht haben. Markus Kolke, ganz erfahrener Mann, 31 Jahre alt. Und auch ein sehr, sehr guter Torhüter. Interessante Aufstellung, sehr weit rausgeschoben bei Hansa Rostock. Für den Kopfball wird der Weg dann mal so richtig weit. Gordon! Ha! Für den ist nichts zu weit. 1:1. Ausgleich KSC, erste Aktion Richtung Tor von Hansa Rostock. Das ist eine hundertprozentige Effizienz der Gastgeber. Und Alter schützt vor Klasse nicht. Daniel Gordon, der ist in seinem, mit Verlaub, dritten, vielleicht vierten Frühling, keine Ahnung. Aber der ist so, so wichtig in dieser Saison. Nicht nur als Organisator in der Abwehr, sondern mittlerweile auch als Torschütze. Bereits sein zweiter Saisontreffer. Klar ist der Kopfball stark, aber bitte, irgendjemand könnte ja auch versuchen, ihn am Kopfball zu hindern. Hansa Rostock unterlässt das. Philipp Heise darf gleich nochmal, der Linksverteidiger. Hofmann! Den kannst du so nicht verteidigen! Den kannst du doch so nicht allen Ernstes verteidigen! 26. Minute. Die Tormaschine der Badener hat einmal mehr zugeschlagen. Ein Schluck aus der Pulle für Christian Eichner, der kann aber immer noch nicht zufrieden sein, beim besten Willen nicht. Das ist gut gespielt vom KSC, keine Frage. Aber so kannst du doch nicht gegen Hofmann verteidigen. Da bleibst du immer zweiter Sieger. Ryan Malone, der US-Amerikaner, zahlt hier Lehrgeld. Hofmann wird es egal sein. Sein 9. Treffer. Das macht er so stark. Schiebt den Körper da rein. Malone ist sicherlich auch ein muskulöser. Und wieder so ein weiter Einwurf. Und da ist der Ausgleich. Es hat sich angebahnt. Breyer jubelt zum zweiten Mal an diesem Sonntag. Und Gersbeck kann man nicht von ein paar Aktien freisprechen, die er damit im Spiel hat. Wir schauen noch mal gleich auf die Zeitlupe. Der weite Einwurf einmal mehr. Dann ist das schlecht verteidigt von Karlsruhe. Ach, Gersbeck schwierig. Er kommt gerade so eben noch an den Ball. Vielleicht kann er ein bisschen weiter zur Seite bringen. Nee, schafft er nicht. Also Breyer aber hat einen guten Riecher. Zweiter Treffer in der 82. Minute. Stellt Rostock hier auf 2:2 und das geht auch in Ordnung. Torchancen hat. Thanks for watching. Subscribe my channel for more videos and turn on notification to never miss an upload.